Entei ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Feuer und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Außerdem gehört es zusammen mit Raikou und Suicune zum Trio der legendären Bestien, das von Ho-Oh angeführt wird. Entei ist ein großes, vierbeiniges und löwenähnliches Pokémon, das braun, beige, grau, schwarz, rot und gelb auftritt. Die Beine, der Großteil des Körpers sowie die Kopf- und Nackenbehaarung sind braun. Der Unterkiefer und ein schmaler Bereich des Fells am Hals färben sich beige. Die Pfoten, die Mähne und die gezackten Elemente auf dem Rücken sind grauer Farbe. Gleiches gilt für die eckigen Fortsätze an der Schnauze. Und schließlich befindet sich ein ebenfalls gezackter Körperteil am unteren Teil des Halses, der ebenfalls grau gefärbt ist. Und die runden Segmente an den Beinen sind schwarz. Ferner ist der Bereich um die Stirn gelb und der an den Seiten des Gesichtes rot. Das Pokémon hat einen kräftigen Körperbau und ein markantes Gesicht, das sich aus drei verschiedenen geformten und gefärbten Elementen zusammensetzt. Zum einen ein dreizackiges, welliges Stück an der Stirn, das die Augen oberhalb einrahmt. Jeweils an den Seiten befindet sich ein ebenfalls dreizackiges, aber starr gebaute Struktur, die die Augen unterhalb einrahmt, und schließlich ist ganz vorne ein weiteres Körperteil zu sehen, das an Zähne erinnert. Die eher kleinen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen zusammen, und Entei verfügt über einen relativ langen Hals, an dessen Seiten das Fell gleich langen Haaren herabfällt. Die lange und breite Mähne auf dem Rücken erinnert an Wolken und die starren Elemente an den Seiten sind zackenförmig. An den kräftigen Beinen befindet sich ein dickes Körperteil, das einem Armreif gleicht, und die großen Tatzen haben je drei Zehen. Dabei ist es in seiner Shiny-Form bei seinem normalerweise braunen Fell etwas dunkler gefärbt und die beiden Bereiche sind nun hellbraun und die roten Bereiche grau gefärbt. Entei ist ein legendäres Pokémon, eines der stärksten Pokémon überhaupt. Und als Feuer-Pokémon hat es dementsprechend sehr viele mächtige Feuerattacken zur Verfügung. Von schwächeren Angriffen wie einer simplen Glut über einen Feuerwirbel zum Festhalten des Gegners bis hin zum übermächtigen Läuterfeuer. Wie nahezu alle Feuer-Pokémon kann es Flammenwurf erlernen. Ebenfalls ist es in der Lage, enorme Eruptionen entstehen zu lassen. Mit seinem Gebiss kann es Feuerzahn einsetzen oder mit einem Biss angreifen. Ein Feuersturm kann das Pokémon ebenfalls für sich nutzen. Mit Sondersensor besitzt es eine starke Psychoattacke, welche es zur Not einsetzen kann. Es kann seinen Silberblick nutzen, um den Gegner einzuschüchtern, danach greift es mit einem Stampfer an, um den Gegner stärker zu verletzen. Durch eine Angeberei kann es den Gegner zwar um einiges stärken, aber demnach auch enorm verwirren. Mit einem Gedankengut steigert es seine Kraft, um noch mehr Schaden auszuteilen. Mittels Erzwinger ist es in der Lage, seinen Gegner mehr Energie für seine Attacken zu verbrauchen. Mit seiner steinharten Konzentration verhindert es, dass es zurückschrecken wird. Aus Gründen der Verehrung und als Zeichen der Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon errichteten die damaligen Bewohner Teak Cities etwa 700 Jahre vor den Ereignissen der Johto Story zwei große Holztürme. Der Turm im Westen der Stadt bekam den Namen Bronzeturm und diente der Verehrung Lugias, der im Osten wurde Zinnturm, später Glockenturm genannt und diente als Sanktuarium für Ho-Oh. Nicht nur die Bewohner der Stadt erklommen die Spitzen beider Türme, um mit den legendären Vogel-Pokémon, die diese Türme als Landestellen nutzen, zu kommunizieren und ihnen zu huldigen. Doch 550 Jahre später wurde der Bronzeturm aus bisher unbekannten Gründen durch einen Blitzeinschlag entzündet und brannte drei Tage lang, bis das Feuer erst durch einen heftigen Platzregen gelöscht werden konnte. Lugia flog anlässlich des Brandes und
verließ die Stadt für immer in Richtung Strudelinseln, während im Inneren des Turmes drei damals noch namenlose Pokémon ihr Leben ließen, unter diesen auch Entei. Es wird seitens der geschichtlichen Forschung vermutet, dass dieses Trio für den Brand verantwortlich war, da diese ihre Kräfte noch nach Aussagen der Bevölkerung nicht im Zaum halten konnten. Dennoch konnte diese Theorie historisch nie wirklich belegt werden. Ho-Oh stieg im Anschluss vom Himmel herab und hauchte den drei Pokémon mit Hilfe seiner Kräfte wieder neues Leben ein, die seit diesen Tagen von den Menschen als Entei, Raikou und Suicune bezeichnet werden. Doch die Bewohner von Teak City fürchteten sich vor ihnen und ihrer neuen Macht und versuchten sie mit Gewalt niederzustrecken. Doch die drei Pokémon wehrten sich nicht und verließen, zutiefst enttäuscht von der Feindseligkeit und Grausamkeit der Menschheit, den Schauplatz in drei verschiedene Himmelsrichtungen. Eine alte Legende besagt, dass sie sich wieder zeigen werden, wenn diese wieder den Glauben an die Menschheit wiederfinden. Seitdem durchstreift das Trio getrennt voneinander das Land. Gerüchten zufolge sollen sich die drei aber in unregelmäßigen Abständen in den Tiefen der Turmruine treffen. Einer alten Legende zufolge ist Entei bei einem Vulkanausbruch geboren worden und bringt Feuerbrünste hervor, die alles auslöschen, was mit ihnen in Kontakt kommt. In jedem neuen Vulkan auf dieser Welt soll angeblich ein Entei geboren werden. Wie diese Legende mit der Legende aus Teak City vereinbar ist, ist bisher unklar, da über Entei zu wenig gesicherte wissenschaftliche Daten vorliegen. Wenn es brüllt, soll irgendwo in der Welt ein Vulkan ausbrechen. Entei verfügt auch über die Leidenschaft von Magma und da es seine Kraft nicht zügeln kann, streift es rastlos durchs Land. Die Flammen dieser muskulären Pokémon sind heißer als flüssiges Magma. Als legendäres Pokémon besitzt Entei keinen speziellen Lebensraum in den meisten Spielen, streift es rastlos durch das Land und begegnet dem Spieler nur zufällig. Dennoch hat es eine besondere Beziehung zur Turmruine in Teak City und generell auch zu Vulkanen. Da es sich bei ihm um ein legendäres Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm entstammen alten Legenden. Dabei hat Entei wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Feuertypen nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Eis, Käfer, Stahl, Fee und Feuerattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Feuerfänger, dann ist es immun gegen Feuerattacken. Doppelten Schaden machen ihm Wasser-, Boden- und Gesteinattacken und der Rest macht normalen Schaden.